Tja, Neger Kampfhund. Grüß euch. Wir haben heute den 8. Flock und der fängt jetzt mal ein bisschen anders an. Ich bin auf der Landwirtschaft oben und ich zeige euch jetzt ein bisschen Landwirtschaft. Außer die privaten Teile muss man auch respektieren. Ne? Aber ihr habt das vielleicht aus den Videos schon gesehen. Wir haben zwei Pferde. Das ist das Hobby meiner Mutter. Ja? Ich habe da einen Außenstall. Dann, wenn ihr jetzt euch das umdreht, schaut so von hinten aus. Ich werde euch jetzt überall ein bisschen mitnehmen und ein wenig reinschauen mit euch. Jetzt ist natürlich relativ wenig los in die Jahreszeit. Wir haben, ich füge euch dann noch mein Aufwachen daheim ein. Minus 16 Grad in der Nacht gehabt. Beim Autostarten minus 13, das ist eine Helligkeit. So. Na, servus. Super. Ein braves Auto. Man hört es auch beim Gehen. Ne? Das ist wirklich... Also... Und ich bin jetzt kein Leichtgewicht. Ich kann am Schnee gehen. So zusammengefroren ist der. Das ist mal der Hackschnitzellagerraum. Hat sich auch bewährt. Wir bringen unten, ich muss halt liegen, man bringt 15 Kubik rein in den Hackschnitzelraum von der Heizung. Somit brauchen wir ein großes Zwischenlager. Ein Nachbar und ich meine, die Aussicht, ich weiß nicht, wie gut es die kommen, umbringt. Aber es ist schon schön da. Jetzt stellt euch vor, der Hof in Einzellager, das war der Oberhammer. Ne? So, das ist ein bisschen eine Maschinenhalle da jetzt. Ja, wenn ihr das ein bisschen gesehen habt, da hinten steht noch ein Spalter. Seit 15 Jahren, ich meine, den nimmt seit 15 Jahren keiner mehr. Aber es kann sein, dass ich mich jetzt wieder aktivieren muss für den Solis. Und da, das ist glaube ich auch 25 Tonnen Spalter, nicht jetzt extrem wöllisch, aber. So, Presse. Miststarter. Ja. Das ist halt ein K3-Hubwerk. Ne? Ist schon ein bisschen größer, wie man so ist. Ja, unsere Ballentransporter-Geschichten. Weil man muss echt sagen, dadurch, dass wir so viele kleine Schläge haben, bist du oft schneller unterwegs. Du nimmst mit dem Traktor vorne zwei Ballen, hinten drei Ballen, Silo-Ballen und führst das so zusammen. Was ich auch oft gemacht habe, war, dass ich vorhin zwei Ballen genommen habe und beim Pressen den Ballen dann in der Presse abgebunden habe, in der Presse lassen habe und dann zum Sammelplatz gefahren bin, alles hingelegt habe und wieder drei Ballen gemacht habe. Es kommt darauf an, wie man arbeitet. Dann haben wir da unseren, in Anführungszeichen, kleinen Traktor. Ein 110er Agrodron, ein MK3. Ja, ein Walzen. Das ist ein 8,5 Tonnen Winden, eine ganz einfache mechanische. Ja, ich habe nur ein Kunststoffseil eingefallt. Oh, schaut sich einmal das Zelt von innen an. Cool. Ist schon interessant, wenn es so kalt ist. Dann haben wir da unser Ladewohnprojekt drinnen stehen. Wo wir die Tage jetzt weiter tun müssen, auch wenn es kalt ist. Das hilft nichts. Dann ist da ist eine Umkehrfräse. Ist ein bisschen eine andere Dimension im Vergleich zur 145er vom Solis, die Geofräse, die ich da habe. Die hat eh nur 2,50 Meter, aber ein bisschen mehr Kraft auf Bedarf, sage ich jetzt einmal. Das haben wir noch. Ein Haufen Holz. Das Hobby von meinem Vater. Mein Anhänger, der ist jetzt auch schon angemeldet. Wart praktisch am ersten Einsatz. Ja. Da habe ich mal einen extra Deichkies gekauft, 3000 Kilo. Den brauchen wir für den Teich dann bei mir daheim.
Das ist nämlich ein Kies, der dauerhaft Kalk abgibt. Wir haben im Wasser kein Kalk bei uns. Das ist ja wichtig in einem Teich anscheinend. Was haben wir da? Den Anhänger kennt ihr auch schon. Den habe ich mir bastelt. Die Wickelmaschine. Wir haben viele Wickelsysteme ausprobiert. Und diese stationäre Wickelmaschine, die hat einen Motor drauf. Dann hat man einen Funksender am Teleskoplader und bedient über Funk die Maschine. Das ist das Geilste, wirklich. Alles andere, du brauchst nämlich keinen extra Mann zum Wickeln, sonst der Teleskopfahrer, Teleskopladerfahrer, so, macht das alles alleine. Du bringst ihm nur die Ballen. Oder wenn ich alleine war, habe ich mir 20 Ballen hingelegt, dann habe ich mir einen Telelader geschmissen, abgewickelt, gleich weggeschlicht schön. Eben mit der Rundbeinzange, ne? Easy. Geht echt gut. Dann kommt demnächst ein Video von dem Hobby meines Vaters. Und zwar ein Rundmesser ET20. Super Säge, wirklich. Er hat riesen Spaß. Wir haben mit so einem Lokosol-Motorsägen-Geschichtel angefangen, das war nichts. Es ist okay, wenn es auch ums Schneiden geht, wenn man ein bisschen mehr aufschneiden will. Vor allem, man muss sagen, das ist Motorsägen-Geschichtel mit diesem Alugestell und so. Ja. Wenn man sich da was Größeres zusammenbaut, ist das auch sehr teuer. Und da ist das sicher die bessere Alternative. Das ist quasi, die LT20 ist eine abgespeckte Version. Die hat halt keine hydraulischen Helfer rein oder sowas. Ist nämlich da auch ein massiver Unterschied. Aber wo man im Internet quasi nichts dazu findet. Und das ist echt ein bisschen schade. Das richtige Einstellen, von der ich sage, du kommst auf schöne Schnitte, das ist kein Thema. Ja? Aber man muss echt oft nachjustieren. Und wir werden da jetzt einmal drüber arbeiten. Weil gewisse Sachen jetzt von Woodmeister auch nicht so perfekt waren, sage ich jetzt einmal, von der Fertigungsqualität. Beziehungsweise man muss das so extrem genau aufbauen, dass man da jetzt nur einmal, ja, ich habe mir da was überlegt, also ich werde mal, es ist ein bisschen schwarz zum Erklären. Es muss ja die Auflage zum Bundle, muss perfekt passen, sonst bringst du niemals einen geraden bzw. rechtwinkeligen Schnitt hin. Ja. Genauso muss über die ganze Länge über, muss genau gerade sein. Nur wie machst du das? Ein Wasserwag hat so viel Toleranz eigentlich, das auf über 7 Meter Länge ist es ein bisschen viel. Ne. Jetzt haben wir sich einen Laser gekauft, so einen Amazon-Laser, der kommt fix. So stellen wir sie vor, den schrauben wir sie fix daher. Und das ist der Referenz-Nullpunkt. Und von dem Laser versuchen wir dann die ganze Waage einzurichten. Wurscht, ob der Laser jetzt 2 Zehntel nach links hängt. Ja, es ist ja komplett scheißegal, solange alle Teile der Säge auf diesen einen Laserstrich eingestellt sind. Das ist so, ist jetzt, so schwebt es mir halt vor. Das werden wir die nächsten Tage machen. Vielleicht nicht, wenn es minus 10 Grad hat, aber kalt wird es nur sein. Und so Woodmesser, was ich gesagt habe, punkto Qualität, grundsätzlich eine super Sache. Aber zum Beispiel sind manche Sachen einfach nicht perfekt gerade oder die Vierstänger nicht alle ganz gerade. Da muss man jetzt echt ein bisschen drüber arbeiten, die Föller alle wegbringt. Dann werden wir es nur ein paar Mal öfter abschrauben am Boden. Ja, und dann stellen wir es nur mal ordentlich ein. Der Vater hat es nämlich schön sauber gemacht jetzt, der wartet schon drauf. Und das werden wir machen. Das ist aber sicher Tagarbeit, glaube ich. Leicht sogar. Aber das haben wir gesehen gehabt. Das ist praktisch Hobbyvater. Ganz hinten Pferd Hobbymutter. Ja, und das war es eigentlich schon. Ich zeige euch jetzt mit Halle. Ich weiß jetzt nicht, wie gut das auch. Die Halle ist wirklich lang. Das war immer voll mit Stroh da hinten und Heu, weil es halt am Hof ist. Dann haben wir da quasi, wer es schon gehört hat, quasi jetzt ein Solis, ne? Also so ein Linker hat meines Wissens noch Taler
Hoflader GmbH zusammengeschnupft. Man lässt zumindest so im Internet. Coole Kooperation, sehr coole Kooperation. Sehr cooles, einfaches, funktionierendes Gerät, wirklich gutes Gerät. Auch qualitativ, sehr hochwertig, nur einfach gehalten, halt keine Schnickschnack-Plastikteile oben, aber weil da ist zum Beispiel, das ist ja bei den Hoftags nicht mehr so normal, das ist alles nur Eisen. Ganz einfach gebaut die Maschine, super Teil. Angeblich hat Solis das zusammengekauft. Also ich glaube Solis hat es gekauft, aber halt unter so einer Linke. Ne? Ja, den müssen wir uns jetzt anschauen auch noch. Da gehört ein bisschen was repariert und also die Vorderachse gehört gelagert und diese ganzen Umlenkrollen unten vom Keirer müssen wir machen. Das ist echt ein bisschen nervig. Da sind ein paar Lager stecken drin. Ja. Dildo, da könnt ihr eh. Dahinter steht eigentlich nur noch, ich hoffe, dass jetzt von der Licht, vom Licht her halbwegs pfeift, es doch etwas finstriger wird. Da haben wir jetzt noch ein Schneeschild. Für den Bagger haben wir so einen Baumzwicker, der geht bis 20 cm, Kroko und Frontloader für den Deiz. Erdbohrer haben sie überbauen. Ja, das ist ja eigentlich eine schöne Halle, ne? Der Telelader. Ist ein Engländer. Es ist eigentlich eine gute Maschine. Ja, aber die Engländer halt. Ich habe gesagt, ich mache das jetzt einmal, da habt ihr jetzt ein bisschen einen Überblick gekriegt. Im Hof drinnen, ich meine, das ist jetzt nicht sonderlich aufregend, das ist einfach ein Innenhof, aber man muss das auch ein bisschen respektieren, so die Privatsphäre. Ich habe meine aufgegeben quasi, aber die meiner Eltern Höhle ein bisschen waren noch. Die sind aber sehr entspannt, muss ich echt sagen. So, für was braucht man Hebebühne von der Landwirtschaft? Ganz klar, dass man einen Rasentraktor aufheben kann. So schaut das aus. Hat man den jetzt einmal aufgehoben? Wir haben das Problem, dass diese Umlenkrollen da, ne? So sieht man es, die müssen wir alle neu geben. Ich habe jetzt eine schon ausgebaut, wird gesteckt. Schaut dann so aus. Da ist das Lager, da sitzt es fest, deswegen hat er geraucht. Wir haben unlängst heute im Weg stehen und er hat einfach nur zum Rauchen angefangen. Ja. Den Antriebsriemen werden wir auch noch einen neuen mitbestellen, wobei der jetzt noch gar nicht kaputt ist, aber dann nimmt man einfach nur einen mit als Reserve. Und zwei neue Messer gerückt, die Lagerung passt. Da passt auch alles mit dem Keirer etc. Wobei, da werden wir auch noch ein Foto machen und gerne mitordern und das Lager legen. Ja. Da werden wir den Motor tauscht und Getriebe ist auch umgebaut auf einen größeren Hydrostaten. Weil bei den Rosenmähertraktoren ist es echt so, dass das ein Dreck ist. Jetzt habe ich dann Gressen drin und seitdem ist er Ruhe. Den größten Motor, was ich reingebracht habe, der hat 26 PS, glaube ich, oder irgendwas. Der geht echt gut, der kleine Töpfer. Ja, das haben wir zu machen. Nächstes Problem. Ich meine, der Rosentraktor hat oben, ich weiß nicht, 600 Stunden jetzt oder sowas. Also der hat echt schon was gesehen für den Rosentraktor. Halt, ne? Das da. Da sind ja original keine Lager drin, nur so Gleitbuchsen. Die werden wir sich mitnehmen, die zwei Felgen. Und werden da Kugellager reinmachen. Das ist jetzt echt schon zu viel. Ich habe es lang vor mir hergeschoben, weil ich keinen Bock drauf gehabt habe. Aber ja, das müssen wir machen. Und das ist auch noch passiert, in der Zeit, wo er jetzt da im Winter gestanden ist und dann keiner braucht, will das Mähwerk anheben. Ist der Hebe da innen aneinander geflogen? Jetzt kann ich das Mähwerk nicht mehr aufheben. Jetzt liegt es immer unten am Boden. Was soll ich sagen? Da soll es ruhig bleiben, ne? Das müssen wir uns ja auch noch anschauen. Aber ansonsten passt alles mit dem Rosentraktor. Das ist super, oder? Quasi nichts zum Tun. So, ich hasse Pudel haben. Ich freue mich schon wieder auf mein Kappel daheim. Ja. So hängt der Trostlos da. Ich nehme jetzt noch die Futterraffen runter und die werden wir mitnehmen, auf die Radbank mit haben. Da werden wir ein Rohr einschwassen mit richtigen Lager drinnen und dann sollte da Ruhe sein, denke ich mal. Ich hoffe. Es ist ein super Rosentraktor mittlerweile, weil es jetzt noch die Umbauten ist, echt super. Nur
Ja. Und das war der Rosentraktor, war auch mein Anfang in, drüben bei meinem Haus mit dem Schneeschirm. Dann war es viel Schnee, dann habe ich es mit einem nicht erschoben und dann habe ich mir eine Säcke gekauft, so ein TX1300 habe ich da gehabt. Und ja, jetzt habe ich einen Solis 26. So hat das Drama eigentlich angefangen, wenn man es genau nimmt. Das ist auch nicht schlecht, nicht? Gut. In diesem Sinne war heute ein bisschen mehr zum Herzangen. Ich wünsche euch noch viel Spaß heute und abonnieren, liken, subscriben nicht vergessen und wir sehen Sie am Freitag beim zweiten Teil vom Schneeschild. Bitte.